hätten wir das gemacht. Willkommen in Opportunity. Sie wurden auserwählt, hier zu leben, weil Sie das Beste sind, was Hyperion zu bieten hat. Sie hatten den Mut, nach Pandora auszuwandern und haben dazu ein verdammt dickes Bankkonto, um beide Preise zahlen zu können. Willkommen in Hyperions Hall of History. Alle Bürger, die das Ende unserer Geschichtstour erreichen, erhalten eine stattliche Steuerrückzahlung. Na bitte. Erfahre Jacks Geschichte. Na dann. Am Anfang war auf Pandora Chaos. Und dann war Jack. Als Jack auf Pandora ankam, fand er eine Welt voller Gefahren und Elend vor. Jack bewaffnete sich bis an die Zähne mit hochwertigen Hyperion-Waffen. Waffen der Firma, die er seine Heimat nannte. Alles klar. Jack erfuhr von einer legendären Kammer, die ein schreckliches Übel beherbergte. Auf seinem Weg zur Kammer überwand er unzählige Gegner, grausige Monster und üble Banditen. Warum sollte man das nicht überleben, wenn man... wenn es Blut aus die Ohren rinnt? Vor 5 Jahren, dann besiegte Jack das Ungeheuer in der Kammer, triumphierte über die bösen Schatzsucher und schenkte Pandora den Frieden. Dann sicherte sich der Gutaussehende die Schürfrechte für den Planeten, den er gerettet hatte. Denn die Kammer barg ein wundervolles Geheimnis, vor dem nur er etwas geahnt hatte. Okay. Eridium. Dieses geheimnisvolle außerirdische Element sprudelte nur so auf Pandora und Jack wurde über Nacht zum Billionär. Mittlerweile Inhaber der Hyperion Corporation hat Jack es sich zum Lebensinhalt gemacht, Banditenabschaum zur Strecke zu bringen. Es gibt nur ein Wort, welches Jacks Bedeutung für Pandora gerecht wird. Heros. Denk dran, Arbeiter. In einem Team gibt es keinen. Diese Steuer, ich habe innere Blutungen und muss zum Arzt. Was haben wir gekriegt? Geld. Ja. Dann haben wir. Ich bin etwas verstört von dem schönen Gerede, was man da gerade gehört hat. Und das etwas ätzend. Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritikabit selbst Opportunities als verbale Umweltverschmutzung. Gut, ja. Das hat sich damit erledigt. Das Geschütz schaut nicht. Hat aber nicht gesund ausgeschaut.
Sesame. Nö. Wusstet ihr, dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm und abergläubisch sind, an Dinge wie Engel, Dämonen und antike Alienkrieger zu glauben? Wir nennen sie Banditen. Ja, das wird funktionieren. Wenn ich noch ein paar Proben von Jacks Stimme bekomme, kann ich dir einen Stimmmodulator bauen. Du musst noch mehr Stimmproben von den anderen Informationsständen besorgen. Wusstet ihr, dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm und abergläubisch sind, an Dinge wie Engel, Dämonen und antike Alienkrieger zu glauben? Wir nennen sie Banditen. Der Hyperion-Vorstand hat eine Reihe von Forderungen an die Bautrupps. Erstens, weniger sterben. Du kommst immer kurz hier zu mir. Gut, sieht aus, als wäre das der einzige Punkt auf der Liste. Naja, guter Vorschlag. Irgendwo oben? Ich weiß auch nicht genau. Da geht es ja auch nicht mehr weiter, aber. Hier. Ja, ich wollte da gar nicht zu einem anderen, Kids, aber. Wusstet ihr, dass das Risiko, massakriert zu werden, um 80.000% steigt, sobald man Opportunity verlässt? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich habe jetzt fast alles beisammen. Aktiviere noch ein paar letzte Stände. Und ich hatte fast meine Comic-Sammlung komplett. Ich hab den Hut von dir. Das ist Ruhe im Gebüsch. Ich kann diese Dinger nicht mehr aufnehmen. Ist der voll? Ja, da ist deine Sniper. Ja, ich hab den Haus geweckt. Ein Dicker. Vergnügungspalastes starrst? Richtig. Für 1000 Mäuse kann man sich dort eine Stunde lang mit einem lebensgroßen Abbild von mir vergnügen. Er hat einen an der Waffe. Definitiv. Er ist überhaupt nicht auf einem Ego-Trip. Das
Da ist eine Farbe in der Kiste, wieder die Waffe. Wir haben hier das sogar schon angegriffen. Und voll. Und der ist gelandet. Ah, Gott. Da können wir verkaufen. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Fahr mir wieder. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Der Hyperion-Vorstand hat eine Reihe von Forderungen an die Bautrupps. Erstens, weniger sterben. Oh. Sieht aus, als wäre das der einzige Punkt auf der Liste. Naja, guter Vorschlag. Hey, Kinder! Wusstet ihr, was eure Mamas und Papas aufgegeben haben, damit ihr in Opportunity leben könnt? Rein gar nichts! Eure Familie bekommt sogar Geld dafür. Ich bin derjenige, der hier alle ernährt und beschützt. Denkt dran, lebt eure Eltern. Aber liebt mich mehr. Alles klar, aber liebt mich mehr. Na dann. Und dann gehen wir da wieder, ne? Bett. So. Ja, ich bin voll Schoko. Aber da waren wir schon mal, ne? Weil die Kisten alle offen sind. Ja, ja. Wir sind wieder zurück bei denen. Ja. Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritik an den Gesetzen Opportunities als verbale Umweltverschmutzung gilt. Verbale Verschmutzung. Alles klar. Schon wieder darüber gehen. Super. Medikids! Ich glaube, wir müssen denselben Kontrollraum wie vorher. Oder? Ich glaube, dass das nicht von mir ist. Ah, ist von mir. Ah, da ist ein Gegner. Unten. Also doch unten. Du sagst nein und hupst da weg. Bring die Taschenuhr an. Schnell. Na so. Nutzen nicht möglich, das ist nicht ganz. Ich sehe die Dateien. Fertig. Und jetzt nimm den Stimmmodulator. Nappeln wir wieder. Gut. Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst. Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit. Test, Test. 1, 2. Jetzt habe ich die Stimme von einem Volltrottel. Na toll. Was für eine interessante Technologie. Ich frage mich wie... Oh, ich klinge grauenhaft. Oh. Hast du wirklich gedacht, du kannst dich vor mir verstecken, Angel? Hast du das echt gedacht? Sag deinem Freund leb wohl. Los! Bis bald. Du hast die letzte Tür zur Angels Kontrollkammer überwunden, was? Überraschenderweise hat sie ihren Teil der Abmachung eingehalten. Zeit, dass wir uns erkenntlich zeigen. Komm zurück, dann stehlen wir uns einen Kammerschlüssel. Auf zum fröhlichen Killen! Pass auf dich auf! Nehmen wir das gelbe Ding noch da mit.
Dies ist eine Botschaft an den Crimson Raider Widerstand. Seht ihr diese schimmernde Stadt am Horizont? Der widersteht ihr. Jeder anständige Krieg wird im Kopf entschieden, Untertan. Solange diese propagandistischen Statuen von Jack in Opportunity stehen, können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Los, Untertan, mach Kleinholz aus den Statuen. Meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe. Alles klar. Gut. Der Dümmste erklärt uns was von Intelligenz und Denken. Bis später, Kammerjäger. Und das beunruhigend. Gut, Mann. Kommst du? Ich eile schon. Ja, die Statue. Yes! Die Statuen sind kugelsicher? Diese Runde geht an dich, du seelenloses Objekt! Untertan, finde in der Absetzzone von Opportunity einen deaktivierten Constructor. Den kannst du dann für dich die Statuen zerlegen lassen. Alles klar. Yes! 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 Sind die alle tot? Das sage ich ja. Das war nur mehr Geschütz vom Loader. Ja, ja. Da ist ein Ding. Bitte kommen. Sonst aber irgendwie schwach, oder? Ja, irgendwie, mir kommt das auch komisch vor. Cool! Du hast einen Constructor gefunden! Fahr ihn einfach wieder hoch und er sollte dich als Verbündeten betrachten! Also eine Art Mama! Eine knochenschwingende, fluchende Mama! Er wacht auf! Super! Vertraue dem Kammerjäger-Roboter! In Ordnung! Der Constructor läuft wieder! Schütze ihn, während er die Statuen zerstört. Wir müssen über 50% sogar halten, oder was? Das passt so aus und sie werden uns das... Aha, der rennt... Der weiß, wo er hin muss, oder wie? Ja, nein, ich glaube, der zerschneidet jetzt die Statuen, oder zerstört sie, oder keine Ahnung. Ach, der fährt selber dort hin. Okay. Doch mal an.
Sau! Wir müssen das Ding beschützen. Da standen unheimlich viele neben ihm. Kammerjäger! Es ist ein Kammerjäger! Ach was. Tut das gut? Hast du dich abreagiert? Schön, dann geh jetzt heim und lass mein Eigentum in Ruhe. Sonst haben wir ein verdammtes Problem. Bis dann weg. Wo er Problem hat. Yes! Noch ein Constructor, da ist der down. Hab ich gerade zerlegt. Sturmgewehr. Nein, zu schlecht. Ich verstehe, warum du genau diese Statue niederreißen willst. Bist eben ein Analphabet und der Angriff von dir. Tut mir in der Seele. Opportunity ist nur die erste Hyperion-Stadt auf Pandora. Eines Tages werdet ihr sagen, Banditen? Was sind Banditen? Ich kann nichts hören. Die gratis holen wir eine Runtermaschine, die Jack uns allen geschenkt hat, ist so laut. So, ich wollte dann nicht da hinten aufgeben. Der ist schon weitergefahren, gell? Ja, aber gut. Ach komm, was ist mit dieser Statue? Ich habe einen Kammerschlüssel in der Hand und einen. Du weißt doch, was du bist, oder? Ich stell das Geschütz einmal kurz daher. Mein Spiel hat sich gerade aufgehängt. Echt? Ja.